Ja, und willkommen zu einer neuen Folge von dem Bau meines Berges bzw. Tunnels. Und ja, ich habe ja vor einer Woche mein letztes Video gebracht und da habe ich gesagt, es könnte wieder lange dauern. Allerdings hatte ich so viel Motivation etc. pp., dass ich unbedingt bauen wollte und wollte den Berg endlich fertig kriegen. Und ich habe ihn jetzt auch so gut wie fertig. Es fehlt nicht mehr viel und ja, also grob ist er fertig und er sieht auch echt geil aus. Also deswegen, wir wollen einfach sofort reinstarten. Ihr seht hier schon das erste Bild. Das war jetzt eigentlich nicht wirklich anders als auf dem letzten Bild, im letzten Video allerdings. Das fällt halt nicht so richtig auf, aber ich habe erstmal mit einem Handschleifer diesen Weg und das Plateau hier hinterwärts erstmal richtig schön geschliffen, dass das, weil das war ja richtig rau und alles und hatte ja so eine Art Struktur drin, deswegen das habe ich erstmal richtig glatt gemacht. Diese drei Striche, die ihr von da seht, das sind diese Klammern, die ich reingemacht hatte ins Holz für, also zum Befestigen des Geländedrahts. Und ja, wie gesagt, da habe ich das erstmal schön geschliffen. Hier seht ihr es auch nochmal etwas näher. Und hier von der anderen Seite, da seht ihr auch hier an der Seite am Berg ganz dünn lang gegangen. Und ja, farblich gestaltet wurde er dann auch. Das war aber, glaube ich, dann noch nicht sofort. Als erstes habe ich dann mal diesen Weg hier braun angemalt. Da seht ihr jetzt auch mal wirklich richtig deutlich diesen Weg. Und das Plateau natürlich auch. Hier nochmal ein bisschen heller das Bild. Hier auch nochmal richtig hell das Bild. Aber ja, das ist jetzt nicht so gut geworden, das Bild. Dann seht ihr das hier, wie er also ganz schmal am Berg lang geht. Da sieht man es jetzt, wie gesagt, sehr, sehr deutlich. Und ja, dann hat auch der Berg ein bisschen Farbe bekommen, auch oben. Und ja, ist mir auch relativ gut gelungen, denke ich mal. Und ja, hier nochmal von einer anderen Perspektive. Der Weg, wie gesagt, noch nicht geschottert worden. Hier nochmal von dieser Seite aus. Und ja, hier habe ich jetzt nochmal eine ganz leichte Detailaufnahme gemacht. Das werdet ihr im nächsten Bild, glaube ich, sehen. Ja, da habe ich dann auf jeden Fall so ein bisschen rausgemacht und ja, da habe ich dann so ein Stück Mauer eingesetzt, also einfach so, als da so gerade runtergang ging, wollte ich jetzt da keine Wiese so fast im 90-Grad-Winkel dran machen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich doch da so ein Stück Mauer rein. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier seht ihr das nochmal von einer anderen Perspektive. Und ja, dann, wenn das Gras drauf ist, seht ihr auf jeden Fall auch, dass das dann richtig gut interpretiert, also integriert im Berg aussieht. Hier seht ihr es nochmal von oben, da sieht es ein bisschen aus wie ein Loch. Da habe ich jetzt auch hier vorne das alles braun gestrichen. Hier nochmal von einer anderen Perspektive. Und ja, hier nochmal den Berg von dieser Perspektive. Und hier nochmal von da. Also ich habe sehr, sehr viele Bilder gemacht, wie ihr seht. Und ja, dann kam natürlich das Beste. Der Weg wurde geschottert, oder also es ist kein richtiger Schotter, das ist so braune, nicht Fasern, aber sowas ähnliches. Auf jeden Fall keine braunen Steine. Und da hinten diese schöne Wiese am Hang habe ich hingemacht. Und ja, das war jetzt aber da, wo ich noch nicht abgesaugt hatte, die Überreste. Hier seht ihr, habe ich mit dieser noch Streugrasdose gemacht. Die verspricht meiner Meinung nach nicht das, was es soll, aber ja, ist auf jeden Fall besser, wenn du das so drückst, als wenn du es mit der Hand drauf machst. Und ja, hier seht ihr es nochmal von der Perspektive. Und nochmal von oben. Und ja, da war es dann abgesaugt. Wird aber, glaube ich, noch ein Bild kommen. Aber dann habe ich angefangen, erstmal hier diese Mauer da unten dran zu machen. Das erste Stück. Einfach so aus so einer Papiermauer. Und dann kommt das erste Detail und das Beste, was ich an diesem Berg finde fast. Dieser Zaun aus von Auhagen aus Pappe ganz fein gelasert.
Und ja, den habe ich dann da so hingemacht. Seht ihr auch nochmal hier. Also ich finde, das sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Also wie gesagt, könnt ihr auch Feedback in die Kommentare schreiben. Hier war dann auch alles abgesaugt. Habe ein paar Grasbüsche noch, wie ihr seht, vereinzelt hingemacht. Und hier nochmal von der Perspektive. Nicht wundern, der stand da durch die Mauer, dass die nicht unten drauf klebt auf der Unterlage. Habe ich da einen Stift drunter gelegt gehabt. Und ja, dann seht ihr auch hier, wie jetzt die Wiese fertig ist. Und ja, dann habe ich ein Stück Mauer weiterhin gemacht, bis hier vorne zu den Portalen. Da musste ich dann erstmal wieder neu kaufen. Deswegen habe ich dann erstmal weitergemacht mit hier vorne. Der Turm war ja dann, nee, sollte ja nicht mehr kommen. Und deswegen habe ich dann so von Faller, glaube ich, Waldboten-Streufasern hingemacht, das dicke dunkelbraune. Und so ein Busch. Seht ihr nochmal von hier oben. Nicht wundern, ist ein bisschen weiß. Ich hatte da auf jeden Fall zu helle Farbe unten reingemacht. Unter der Wiese. Und ja, hier nochmal von weiter oben. Hier seht ihr auch nochmal die einzelnen Grasbüsche und der Überhang mit dem Aussichtspunkt. Die Mauer unten. Und ja, dann habe ich hier, wo ich den Waldboden gemacht hatte, vier Bäume hingepflanzt. Und ja, ihr seht das nochmal so über den Tunnel. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig, richtig gut aus. Und ja, hier seht ihr dann so eine Lücke drin. Und jetzt könnt ihr ja mal raten, was hättet ihr da reingemacht. Und ja, ich hatte dann auf jeden Fall eine Idee später. Da hatte ich dann noch was nochmal von hier ein Bild gemacht. Von hier ein Bild. Und da sieht man es jetzt auch schon. Von hier sieht man es auch nochmal ganz leicht. Aber jetzt kommt's. Ich habe dann einfach aus dem Garten so dünne Hölzer genommen, zugeschnitten und dann einfach sowas dahin gemacht, also so ein Holzstapel. Und ja, da soll noch ein LKW oder ein Traktor daneben, der hier so nach von uns aus gesehen links rumfährt. Da hinten ist ja so schmal, da sollen Sperrschilde oder so hinkommen. Und ja, hier seht ihr auch noch mal ein bisschen durch. Und ja, dann habe ich angefangen, oben auf dem Berg diesen Weg hinzumachen zu dem Haus. Da ist ja an der Seite noch eine Treppe, deswegen dieser Abzweig. Und ja, nochmal von der Perspektive. Und ja, dann habe ich das noch grün gestrichen gehabt, weil da soll Wiese hin. Da habe ich mal ein dunkleres Grün genommen. Ich hoffe, dass man es nicht richtig durchsieht. Ging bis jetzt eigentlich. Und ja, dann habe ich erstmal, während die Farbe getrocknet hat, erstmal hier unten die Portale fertig gemacht. Ist mir auf jeden Fall auch, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Und ja, dann habe ich oben die Wiese gemacht, nachdem die Farbe getrocknet war. Und ja, ist mir, denke ich, auch gut gelungen. Das ist nicht die gleiche Wiese wie da unten. Das ist so eine helle Sommerwiese. Und ja, dann nochmal von Weitem. Und ja, ihr seht, dann ist er jetzt auch schon fast in dem Zustand, wie er jetzt momentan ist. Dann das Haus mal draufgestellt. Und ja, so soll der Berg eigentlich auch sein, nur an den Portalen fehlt noch diese Felsmauer runterwärts. Und da vorne, wo dieses Treppenartige ist, das ich traue es mich irgendwie nicht zu bauen, weil ich da irgendwie noch nicht so wirklich einen Plan habe. Oder beziehungsweise mein Plan sehr, sehr schwer umsetzbar für mich ist. Und ja, dann habe ich den Berg mal draufgestellt mit dem Haus. Und dann seht ihr ja, was hier rausgekommen ist. Und ich finde wirklich, es ist ein sehr, sehr schönes Gelände geworden, meiner Meinung nach. Wie gesagt, würdet ihr allein schon mit einem Like mir zeigen, dass es euch gefällt. Oder halt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, euer Feedback. Und ja, dann haben wir hier auch schon das Bild vom Thumbnail. Ja, wie gesagt, also mir gefällt der Berg auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt so gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob so viel zu sehen war vom Außengelände, aber was man da vielleicht noch eurer Ansicht nach Anpassungen in der Landschaft um den Berg drumherum machen könnte, in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wäre das Video damit auch schon fertig. Es war hoffentlich jetzt nicht zu lange und nicht zu langweilig. Und ja, jetzt könnte es etwa wieder ein bisschen länger dauern, bis ein Video kommt, weil jetzt wirklich der Berg fast fertig ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich als nächstes wieder mache. Und ja, deswegen würdet ihr mir auf jeden Fall mit einem Like zeigen, dass ihr meine Anlage feiert, dass ihr den Berg feiert. Und ja, dann würde ich einfach sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen,
Ich fahre damit erstmal wieder, also was heißt fahren? Also meine Anlage ist momentan nicht wirklich zum Fahren gedacht, weil ja, sehr, sehr dreckig und so ist ja wie gesagt alles gerade im Bau, aber angeschlossen ist ja alles. Also ich habe vor, zu Weihnachten auf jeden Fall Fahrtage zu machen. Da wird es dann auf jeden Fall ein paar Videos dazu geben. Und ja, da würde ich erstmal sagen, baut gerne an eurer Anlage weiter und bastelt da schön rum, falls ihr eine habt. Und ja, ich bin damit erstmal wieder auf Strecke. Ciao, bis zum nächsten Mal.